wir müssen wegfahren. Schnell, 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 schnell. Yay. Fahr ich dich. Noch mehr fahren. Ah, die Blauen. Hilfe! Mein Auto! Mist, Mist, Mist! Nein! Oh, an dem Lila nimmt immer vorbei. So, jetzt. Yeah, war Zauberer geschafft. Okay, wir werden hier zerkloppt und zermalmt. Wir fahren. Mein Auto, ey. Aber wir haben es noch geschafft. Wir haben es noch geschafft, den wahren Zauberer zu schaffen. Sehr schön. Hauswappen ist egal, aber das haben wir gemacht. Schülern Gefahr haben wir sogar auch geschafft. Okay. Goldene Steine. Ich habe das mal eben jetzt schnell übersprungen. Ja, und damit willkommen im nächsten Part. Ich musste leider vom letzten Mal einen Cut machen zwischendurch, weil wir ja in dieser rasanten Part jetzt waren und das war ja wohl total cool jetzt. Also das hat mir jetzt sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich das nicht besonders super gemeistert habe, aber wer rechnet damit, dass wir da jetzt so eine coole Fahrt machen? Ja, jedenfalls sehr cool, hat viel Spaß gemacht, aber ich glaube, das müsste ich dann nochmal üben. Und vor allem, dass ich dann immer so genau eben an den Punkten vorbeifahre. Ist auch so typisch für mich. Ja, Gilderoy Lockhart hat sich jetzt uns angeschlossen, einfach weil Ron und Harry bemerkt haben, dass er nur ein Schwindlerzauberer ist, der eigentlich immer nur so tut, als hätte er seine ganzen tollen Abenteuer und Gefahren bestanden. Und das stimmt gar nicht. Warum kann ich jetzt die Blume machen und die nicht? Komm, dann
Ach, jetzt doch. Hä? Okay. Ja, muss ich nicht verstehen. Ich sehe da auch noch was für Krätze. Oh, da ist nicht schon wieder die maulende Myrte, die uns nervt, oder? Ja, auch das haben die herausgefunden, aber vielleicht kommt das gleich noch, dass die einfach bemerkt haben, dass die maulende Myrte hier ist. Außerdem hatte Hermine auch noch einen Zettel hinterlassen, wo Rohre drauf stand. Und dann gehen sie halt zu den Toiletten, nehmen Gilderoy gleich mit, damit er halt mal wieder gut machen kann, was er halt verbockt hat. Oder beziehungsweise er wollte ja jetzt eigentlich abhauen. Und das wollen die halt nicht zulassen. Sondern wissen einfach, dass es hier natürlich auch irgendwo um Leben und Tod geht. Und ja, soll sich Gilderoy behaupten und nicht einfach abhauen. Also ist er jetzt bei uns, obwohl er gar nichts kann. Ich sammle hier weiter Sachen ein. Und ich, wie gesagt, weiß nicht, ob das gleich noch kommt, aber Myrte ist ja auch nicht ohne Grund hier, sagen wir es mal so. Warte mal, ob das noch kommt, ansonsten erzähle ich es gleich. Ich weiß nicht, was es mit diesem Bottich hier gerade auf sich hat. Okay, jetzt haben wir ihn erledigt. Was ist jetzt mit... So, ich brauche mal Krätze irgendwie. Huch, Krätze. Da. Geh mal rein. Ich hoffe, der Weg ist frei für die Ratte. Dü-dü-dü-dü. Irgendwas fehlt da noch oder so? Nee. Okay. Gut. Kriegen wir hin. Oh ja, Myrte nerven. So, wir machen mal... Was kann der eigentlich zaubern? Okay, der kann die gängigen zaubern. Nee, der kann sogar noch mehr. Also er kann schon doch noch was anscheinend. Achso, das war das. So. Ja, Myrte steht ja auch ein bisschen auf die. Habe ich jetzt jemanden befreit? Geh mal. So, dann kann Krätze nämlich weiter. Und das, obwohl Ron eigentlich noch einen kaputten Zauberstab hat. Er hat sich ja mit den Schnecken selber verzaubert gehabt, aber gut. Kriegt er doch noch hin. So, dann kann die Ratte da wieder durch. Gut, dann müssen wir die, glaube ich, nochmal holen. Oder? Warte mal. Kann ja Gilderoy mal zeigen, was er kann. So, jetzt kann die Ratte da durch. Hier ist auch noch was, was wir tun können. Sehr schön, dann machen wir das nochmal eben mit... Ron. Ja, mach's. Manchmal ist es auch echt kompliziert hier mit den kleinen Lego-Figuren. Ich glaube, Myrte, die... Ja. Muss man eigentlich was zu Myrte sagen? Ich meine, ich glaube, das versteht man auch eigentlich nur, wenn man die Bücher so ein bisschen gelesen hat. Myrte ist halt einfach voll die Nervensäge. Für alle. Weil die kommt ja aus den Klos raus und nervt, wenn man auf Toilette geht und so. Und das ist voll scheiße. Gut, Ron. Ach nee, ich bin ja bei Ron. Okay. Dann hol mal deine Ratte nochmal. Damit die jetzt wirklich vollständig durch die Rohre latschen kann. Ich weiß auch gar nicht, über was sie da die ganze Zeit lacht, aber okay. Was ist das, ein Frosch? Ist ein Frosch, der in eine Kiste springt, in einen Schrank. Okay. So, Gilderoy. Hol mal den Frosch raus. Was bauen wir uns jetzt wieder? Ist
ist aber schon auch ein bisschen ansteckend, ihr Lachen. Genau, im Regal sind auch noch welche. Und hier auch. Ja, Gilderoy. Aus der Schiene kommst du jetzt mal eben gerade nicht mehr raus. Ja, jetzt ist die Frage, was haben wir denn jetzt noch nicht gemacht? Irgendwas hier, ne? Mit dem Frosch? Tja. Wo ist der jetzt hin? Oh, ich habe noch einen blauen gefunden. Irgendwas sollen wir doch bestimmt hier machen. Mit diesen Dingen. Vielleicht das Klo damit sauber machen oder so. Ja, tatsächlich. Wird jetzt irgendwie verstopft oder so. Oh, wir haben noch was gebaut. Wir bauen was Großes. Ja, wenn das jetzt weiter so geht, dann... Okay, da ist der Eingang. Wir haben den Eingang gefunden. Können wir aber noch mehr hier rumspringen? Macht ja schon auch Spaß, Leute. Wir scheißen auf die Kammer des Schreckens. Wir jumpen einfach mal herum. Ist viel wichtiger. Verstehe noch nicht, warum man zum Beispiel nicht die andere Klotür hier aufmachen könnte. Das wäre natürlich toll, aber es geht nicht. Mürti, geh mir nicht auf den Zeiger. Wollen mal so. Gut, dann wollen wir mal Pause sprechen. So, da ist er. Der Eingang zur Kammer des Schreckens. Und ich habe da hinten noch Punkte gesehen. Sehr schön. Kommt ihr, Leute, kommt. So, da sind wir. Wie gesagt, wir haben die das gefunden, weil man soll hier mit Fang spielen. Echt? Wir haben die das gefunden, einfach durch Hermines Hinweis mit Rohren, dass das Monster wahrscheinlich durch die Rohre sich fortbewegt. Und das heißt, dass da auch irgendwie dann ein Eingang sein müsste. Ja, und dann haben sie Myrte gefragt, weil das jetzt nicht kam, erzähle ich es einfach mal. Hab ja sonst nicht viel zu tun hier. Dann haben sie Myrte gefragt, wie sie denn eigentlich gestorben ist. Und Myrte meinte, dass sie halt ein paar schreckliche Augen gesehen hat. Und dann war es irgendwie vorbei und jemand hatte sie vorher noch irgendwie geärgert im Klo. Ja. Und da die Augen eines Basilisken tödlich sind und Harry ja merkwürdigerweise immer etwas hat flüstern hören. Was macht denn hier so ein Oktopus jetzt? So, mal die Kisten hier befreien. Ja, es war einfach schlussfolgernd, dass wenn Harry immer ein Flüstern hört und da er ein Puzzle sprechen kann, könnte es eine Schlange sein und das mit den Rohren und allem und das hat die dann in die Klos geführt. Und so haben die dann den Eingang gefunden, ne? Und ich... Was mache ich hier eigentlich? So... Wir gehen mal, Harry, komm. Ich frage mich auch, was mit Gilderoy in dieser Fassung hier passieren wird, weil... Okay, der bringt uns wieder nach oben. Sehr schön. Geh weg. Du Ding.
Aber ich sehe Fang hier nicht. Und was machen wir hier ohne Fang? Naja. Noch so einer. Ein Angler. Und was angelt der jetzt? Noch ein Oktopus? Ein... Okay. Kommt tatsächlich noch ein Monster. Hör auf mich anzugreifen, während ich hier zaubern und arbeiten muss. Teufelsschlinge. Es ist auf jeden Fall sehr cool gemacht hier, finde ich. Also ich finde, die Umgebung ist so viel größer und was man hier alles machen kann, ist schon krass, was die hier so aus dem Spiel rausholen. Nein. Ich frag mich nur, was können wir denn hier mal machen? Achso, das bringt uns nach oben. Oh, schön, dass du alles kaputt machst. Kannst du mal weggehen? Unglaublich. Frech, diese Pflanzen. So. Ah, schön, du bist kaputt gegangen, Harry. So. Lass mal Ron durch. Ja, ich springe immer so leicht daneben. Das ist gemein. Das ist schwierig. Und dann kommen die hier immer einfach so ein Loch im Boden raus. Das ist blöd. Und reagieren immer manchmal gar nicht auf meine Zauber. Und wir brauchen Fang. Eindeutig. So, jetzt kommt noch eine mit Spinne. Kenne ich doch schon eure Tricks hier. Okay. Okay. Ja, und dann kann man da rein, oder wie? Wollen wir das denn schon? Echt jetzt? Wollen wir schon gehen? Haben wir alle schon... Nein! Erledigt. Oh Gott, ich falle immer runter hier. Ja, lass das Ding doch unten. Wir gehen noch mal kurz zurück, wenn ich es denn schaffen sollte. Wir haben bestimmt noch nicht alles erledigt. Und wo ist Fang, wenn man ihn braucht? Okay, es gibt hier gar nichts mehr zu tun. Sag mir doch deine... Doch, da vorne ist noch was. Hier haben wir auch noch einen. Ja, ganz klasse getanzt. Drei von vieren. Und wo ist der vierte? Hm. Da ja wohl nicht. Und da war auch nichts mehr. Eigentlich nicht. Na, komm her mit Spinne. Ich kenn das doch, das Spielchen. Ja, aber noch ein blauer. Yay. Und noch ein blauer. Yay. Gut, dann gehen wir. Richtig? Ja. Man kann sich, finde ich, total leicht hier so verschätzen immer. Wir gehen nach oben. Leute, es geht los. Ja, da haben wir das Monster.
Aber um das kümmern wir uns im nächsten Part von Lego Harry Potter. Wir sehen uns. Bis dann. Oh oh. Mit seinen Laseraugenstrahlen sollte ich vielleicht aufpassen. Wir sehen uns. Bis dann.